Und willkommen zurück hier in der Nacht bei The Forest. Ich guck mich um. Gerade aufgewacht. Aber die Luft scheint rein zu sein. Ich überlege, was unsere nächste Aufgabe sein könnte. Wir wollten craften. So war's. Da gucken wir doch mal. Ja. Und, da sind wir auch schon im falschen Menü. So, ich habe vorhin in meiner ersten Runde schon mal rausgefunden, man kann zum Beispiel hier mit Rechtsklick kombinieren. Mit einem Stein kombinieren. Und dann tut sich hier auf einmal so eine kleine, so ein kleines Zahnrad auf. Und wenn man das dann anklickt, dann wird da was Tolles draus. Wie zum Beispiel diese kleine Axt, die als Waffe benutzt werden kann oder um Bäume niederzuhacken. Was natürlich damit schon so gut wie getan ist. Was anderes groß habe ich leider noch nicht rausgefunden. Was das hier bringen soll, vielleicht vergiftet? Lower Energy. Lowers Energy. Can be used in crafting. Wir probieren mal was. Ah, das geht also gar nicht groß, Werder. Also sehr viel können wir wirklich noch nix machen. Vielleicht kann man das doch noch tränken. Wir kombinieren. Oh nein. Haben wir jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Wir haben einen kleinen Molotow gebaut. Aber viel mehr können wir jetzt hier noch nicht machen, oder? Na, wir heben uns das mal noch auf. Wir machen mal noch nicht mehr Molotows. Und das würde den ganzen Wald anzünden. Alles liegt hier voll mit diesen Leuchtpistolen. Theoretisch können wir mal ein bisschen ballern, oder? Oh, habe ich mich gerade selbst. Da stand gerade wirklich, mir ist kalt und ich bin nass. Ja, der schießt immer geradeaus. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Irgendwas rennt dort hinten brennend rum. Er zielt also nur nach vorn. Covered in blood. Ich muss es abwaschen. So, das scheint funktioniert zu haben. Wir gehen wieder zurück zu unserem Feuer. Aber die lassen uns jetzt echt in Ruhe hier, oder? Da sind die erste Nacht recht viele vorbeigekommen, aber... Jetzt haben wir hier wirklich unsere Ruhe. Das Cockpit war gar keine schlechte Idee. Könnte man ja theoretisch sogar noch mehr wagen, ohne groß was anzuzünden, uns hier noch eine Runde hinzulegen. Es ist noch nicht... Doch, es wird gerade wieder hell. Ja, entweder haben wir sie wirklich verschreckt. Sehr komisch. Aber hey, um Gottes Willen, das soll mir recht sein. Ich habe schon eine Idee, was wir anfangen mit der vielen Zeit, die wir jetzt hier haben. Und zwar habe ich was gesehen. Man kann nämlich hier wunderschön seine Baumstämme stapeln. Oh, sorry. Sowas bauen wir uns mal hier hin. Dazu brauchen wir 16 Stöckchen. Die sollten das Ding jetzt nicht sein, die finden wir schon irgendwo. Ja, jetzt ist aber wieder gut. Leg weg das Zeug hier. Liegen hier Stöcke oder sind das alles nur Steine? Alles nur Steine. Wir gehen jetzt auf Stockjagd. Dann bauen wir uns da so ein Gerüst und dann fällen wir hier mal Bäume. Dann geht's nämlich los. Dann bauen wir uns hier mal was Tolles. Eine Blockhütte oder so.
Muss man wenigstens was zu tun haben hier. Wenn da keine bösen Monster kommen. So, 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 so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich hier so langsam heimisch in meinem kleinen Cockpit. Oh, Baumfeld! Oh, das war eigentlich völlig doof. Warum fäll ich denn so einen dicken Baum? Ich wollte doch Äste haben. Ja, bleib da mal liegen. Mach nicht so einen Spuk. Da haben wir zwei Äste. Die nehmen wir mit. Ein Bein. Beine kann man nie genug haben. So, wo haben wir noch mehr Äste? Was haben wir hier? Ein Bein. Ast, Stein. Ast. Also die Äste bin ich jetzt nicht sicher, ob die hier immer wieder auftauchen. Ach, theoretisch glaube ich schon, dass die da immer wieder neu auftauchen, weil so viele, wie wir da jetzt schon weggesammelt haben hier. Das kann nicht normal sein. Die fallen bestimmt von den Bäumen runter. Wäre ja gar nicht so unlogisch, wa? So, da haben wir noch zwei. Du sollst die Äste einsammeln und nicht mit Steinen werfen hier. Ah, okay. Zu viele Äste. Na. Noch vier. Noch vier, noch vier, noch vier. Eins, zwei, drei. Kaninchen drin? Natürlich kein Kaninchen drin. Irgendwie funktioniert unsere Falle noch nicht so richtig. Das müssen wir noch rausfinden, wie das funktioniert. Hier war ein Ast. Haben wir noch Äste? Ast, Ast. Und Ast. Sehr schön, das sollte reichen. So was braucht der Überlebende von heute. So, nu. Na? Na? Los, stapeln. Und... Hä? Habe ich mir spektakulär. Nein, jetzt mach doch nicht noch Fackeln an hier. Muss doch nicht jeder sehen, wie bescheuert wir uns anstellen. Leg den Baumstamm doch da rein. Das soll einer kapieren. Das ist doch fertig, oder? Ja. Das ist ein Lockholder. Und Lock war doch theoretisch der Baumstamm. Warum hält der die nicht? Hey, hier. Ich bekomme den da nie rein. Das juckt den gar nicht, ob der am Lockholder liegt oder nicht. Wir machen es anders. Wir bauen uns direkt die Blockhütte. Und zwar bauen wir die hier hinten hin. Das könnte jetzt minimal dauern. Wir wollen auf jeden Fall ein Fenster zum See. Wo sind die Fenster? Ach, beidseitig. Okay. Dann eh. Das wird gut. Jetzt müssen wir nur noch 80 Baumstämme finden. Was bist du denn? Das ist aber ein komischer Stein. Kann man dich essen? Nein? Komisch.
Ja, es wäre voll cool gewesen, hätte man jetzt so einen tollen Stapel hier, wo man sich die einfach hätte wegnehmen können. Ich mach's zu gern. So. Ist uns natürlich hier unser halbes Gehölz weggerollt, nehme ich mal an. Natürlich. Ah, hier unten. Oh, das ist nur einer. Wir könnten noch einen zweiten gebrauchen. Wir holzen einfach mal munter weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir das in... Na? 5, 6 Folgen schaffen. Ich würde gerne diese Blockhütte sehen wollen, aber auf der anderen Seite... Die jetzt mit euch zu bauen, zieht sich natürlich schon ein ganzes Stück. Fällst du nach oben? Du fällst zur Seite. Ne, nach oben, das ist schon mal gut. So, den nehmen wir noch mit. Hier war wieder eine Schlammpfütze. Ah, da gucken wir mal, ob wir da gleich noch irgendwie vielleicht eine Fackel oder sowas mitbauen können. Dass das eine Teerpfütze oder so ist. Weg. Meine Pfütze ist weg. Können wir noch mehr wie zwei? Nein, können wir nicht. Wir sind die lustigen Holzhacker. Der arme Kerl, völlig kaputt. So, los, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Nur noch 76. Wir gehen mal zwischendurch noch was essen hier. Pennen können wir dann in der Nacht wieder. So, E zum Anzünden. E, um wieder ein bisschen Feuer da drauf zu bekommen. Und dann Jibbit Baran. Das Feuer ist schon wieder zu niedrig für Baran. Kann ich das hier noch irgendwie wieder aufbauschen? Nein, auch hier kann ich keinen Baran mehr drauf machen. Das ist noch ein bisschen blöde, dass man ständig neue Feuer machen muss. Können wir auch wieder so ein kleines machen. Diesmal bitte hier. So, gestatten, ein Feuer. Und... Waran. Währenddessen wieder einen neuen Varan suchen. Haben wir einen da? Stöcke mitnehmen. Da ist immer noch kein Hase drin. Irgendwas stimmt da nicht. Aber da noch. Da stand ja vorhin was mit Seil, oder? Hallöchen. Huch! Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hallo? Ein Zauberwaran. Ah, du! Komm her! Ah. Oh, verdammt. Ah. Wir können essen, oder? Ja. Na gut. Dann holen wir uns eben den Varan gleich. Vorher holzen wir hier noch einen Baum ab. So. Zu dem Spiel soll übrigens auch noch eine Multiplayer-Variante mit dazukommen. Finde ich persönlich ganz interessant, weiß da allerdings nicht, wie das dann umgesetzt werden soll. Also es kommt sicher noch viel mit in das Spiel rein, wenn das ja erst die Alpha ist. Los, komm her. Aber zu zweit hier so eine Basis aufbauen, ich weiß nicht, ob das jetzt... So unbedingt. So
unbedingt der Bringer ist. Vielleicht gegeneinander, dass man gegeneinander überleben müsste. Das ist natürlich auch sehr gut möglich. So, einmal munter Baum fällen. Der nächste bitte. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass sie wirklich verschiedene Texturen benutzt haben. Es sieht nicht jeder Baum gleich aus. Es ist, es ist abwechslungsreich. Nicht jeder Eingeborene sieht gleich aus. Man hat zwar natürlich jetzt 4, 5 Modelle und die kommen da immer wieder. Aber das ist ja schon mal besser, wenn da immer nur der gleiche vor dir steht. Oh, der fällt runter. Oh nein. Die soll irgendeiner wiederfinden, so ein Mist. Das kann man bestimmt irgendwie beeinflussen, wo die langfliegen. Hey, nur noch 70 Stück. Oh Mann, das wird so ewig dauern. So, wir machen diese Folge auch noch ein bisschen. Also viel passiert nicht mehr. Ich werde jetzt hier einfach noch einfach ein paar Holzlatten an unser Häuschen pappen. Ja, da können wir ruhig mal eine Überlänge hier mit zwischenschieben. Solange es noch hell ist. Na? Scheint sogar die Sonne rauszukommen. Fällst du gerade zu mir? Nein. Nein, stopp! Oh, die fliegen bis sonst wohin. Hopp. So. Wir haben schon 14 von 82. Es ist allerdings auch voll dämlich gewesen, das Ding dahin zu bauen, wo rundherum natürlich kein Wald ist. Dass man die längsten Wege hat. Er dankt es mir auch, indem er die ganze Zeit schnauft. Oh. Hört ihr was? Ich höre grimmigen Wind. Zieht es mir gleich wieder einen Schauer über den Rücken. Da ist er wieder. Oh, Schock. Oh, schreck mich doch nicht so. Oh. Meine Nerven. Meine Nerven. Oh. Also das Spiel hat mich gerade wieder auf, auf die Tatsache zurückgeholt, dass es ja doch ein Horrorspiel ist und so ein bisschen, doch so ein bisschen gruselig sein soll. Hat es mich gleich wieder überrascht hier. Was mich wundert, ist, dass hier keiner mehr vorbeikommt. Ich kann die doch nicht so abgeschreckt haben, bloß weil ich 3 Mann umgebracht habe. Das hat die im letzten Spiel jetzt auch nicht unbedingt abgehalten. Ich habe jetzt mehr Fackeln gebaut und keiner kommt mehr. Ich meine, auf der einen Seite soll es mir recht sein, ansonsten könnte ich euch das tolle Haus nicht zeigen. Auf der anderen Seite... Ja... Muss wirklich jetzt blöder Wind kommen, um mich irgendwie wieder auf Horror zu stimmen. Das wäre vielleicht was man sich für die ausgereifte Version dann noch wünschen könnte. Dass man vielleicht anstatt, dass man hier ein bisschen was am Balancing tut, was ganz einfach die Eingeborenen angeht. Am Anfang ein bisschen weniger und dafür in der Mittelphase überhaupt mal welche, wäre ja schon ganz interessant. Kann nicht sein, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur an dem Teil liegt hier. Nur an dem Gebeinehaufen, den wir da aufgespießt haben. Dass da jetzt keiner mehr vorbeikommt. So, wir holen die nächsten beiden Stämme. Passiert halt jetzt auch nicht viel in der Folge, ne? Also wir bauen uns was auf. Hat so ein bisschen was von Minecraft. Was ist das denn? Das sind 2 Stämme. Das ist ein Stamm und das ist ein Stamm. Ehrlich jetzt?
Ha. Kann der vielleicht da rein? Habe ich nur die falsche Größe gehabt? Nö. Ich leg den mal hier ab. Hältst du hier? Du hältst hier. Gut. Fast wieder in die Fackel gerannt. Der zu schwer oder was? Der zu groß? Nö. Der geht auch. Hier. Nimm auf. Ich schieb dich auch bis rüber. Los. Komm her. Komm her. Ja, jetzt geht's. Und der liegt hier seelenruhig, als ob es nichts gewesen wäre. So, wo ist mein anderer Stamm, der eigentlich hier liegen bleiben sollte? Ach, Manno, der ist jetzt bestimmt ins Wasser gerollt. Oder noch schlimmer, da runter. So wird das ja nie fertig hier. Da drüben liegen noch zwei. Die nehmen wir doch direkt mit. So. Und so. Da hinten glitzert was, oder? Am Stein? Oder ist es einfach nur Licht? Das scheint nur Licht zu sein. So. Ach, schön hier, oder? Was sagt ihr? Mir gefällt's hier. Ich bin froh, dass wir die Stelle gefunden haben. So, der ist noch zu dünn. Kommen keine dicken Stämme raus. Die sind alle noch zu dünn hier. Der hier ist gut. Baum fällt. Oh, da haben wir fast den Captain erwischt. Hallo Vogel. Vogel, geh weg. Ich muss arbeiten. Du kannst mich dann besuchen kommen in meiner Residenz. Los, komm her. Die großen Stämme, die wollen nicht richtig. Da wehrt er sich wahrscheinlich selbst gegen. Nein, hast du den gerade weggeschmissen? Bist du des Wahnsinns? Brauchen wir doch. Oh, wir müssen ganz dringend mal eine Runde pennen gehen hier. Unsere Energie geht gegen Null. Ey, nicht, dass das Haus dann in der Luft schwebt. Ich sage euch, ich werde sackig. Ich werde richtig grantig. Das will mir gar nicht gefallen da hinten. Schon alleine deshalb müssen wir es jetzt so weit spielen, bis wir dieses Haus endlich haben. Es wird auch finster, oder? Ja, die Sonne geht unter. Oh, sieht das toll aus, oder? Guckt euch das an. Das ist eine Alpha, Leute. Oh, ist das cool. Guckt so hier. Auch hier mit dem Bergsee und ach, schön. Das ist hoffentlich unser Schatten da unten. Ja, das ist unser Schatten. Hört ihr die Vöglein? Eigentlich friedlich hier, oder? Wenn jetzt nicht unbedingt so ein Kannibalenstamm vorbeikommt. Ist doch ganz toll. Ich
guck mal, wir müssten jetzt auch schon über der Zeit sein. Ganz schön über der Zeit, nehme ich mal an. Ja. Ganz schön über der Zeit heißt, ich mache mir hier eine Fackel an. Hopp. Und mach mal da eine Fackel an. Und ich mache eine von den beiden hier hinten an. So, dann können wir uns auch mal wieder eine Runde knacken legen hier. Nein, nicht mit den Waffen spielen. Runde knacken. Okay. Wir sind, glaube ich, mitten in der Nacht aufgewacht. Das heißt nichts Gutes. Das heißt meistens, hier ist irgendeiner unterwegs. Ich sehe aber keinen. Seht ihr jemanden? Hallo? Der Mond geht gerade erst auf. Irgendwas hat uns geweckt. Ja, kann nicht so wichtig gewesen sein. Ja, packen wir uns noch eine Runde hin. Und es ist... Tagesanbruch. Ja, da drüben, ihr seht's am Wasser, die Sonne geht langsam wieder auf. Wir haben wieder eine Nacht überlebt. Es läuft. Was läuft, soll man nicht aufhalten, oder? Auf jeden Fall entlasse ich euch in diesem Sonnenuntergang, Sonnenaufgang ist es ja, in eure verdiente gute Nacht. Hol mir noch ein Vögelchen. Und... mit diesem kleinen Freund sage ich euch ciao und bis morgen. Haut rein!